durch staubige Wege mit ausreichender Leistung und einem erstklassigen Komfort zu düsen. Das schaffen sie mit mehreren E-Scootern. Jedoch nur einige Modelle können sie gleichzeitig leicht zusammenlegen und in den Kofferraum verstauen oder im Zug mitnehmen. Zu solchen Modellen gehört der E-Scooter FZ 9 Plus. Wie es bereits bei der Marke FZ zur Gewohnheit wurde, ist der Hersteller stets bemüht, einige Elemente zu bringen, die sie bei den Mitbewerbern nur selten finden. Den Trumpf stellt bei diesem Gerät die Kombination der Handlichkeit eines städtischen Scooters mit der festen Konstruktion, die größtenteils durch den größeren und hochwertigeren Geschwister FZ 10 Plus inspiriert wurde, dar. Mit den 8,5 Zoll Reifen und einem Gewicht von 28 Kilogramm könnten wir jedoch nach Mitbewerbern bei den Modellen 09, Dualtron Mini oder dem einfacher gestalteten Geschwister FZ 8 Plus suchen. Keiner dieser Scooter bietet jedoch solche Leistung und Ausstattung wie das Modell 9 Plus, wodurch es eigentlich an die Geräte mit höherem Level näher gebracht wird. Wenn Sie sich den Scooter nun richtig vom Grunde an ansehen, bemerken Sie die am schwenkbaren Arm mit einer Federdämpfung eingehängten Luftreifen. Es wird zwar nicht für Fahrten über Wurzelwege im Wald reichen, mit Vibrationen der Lenker bei Fahrten auf staubigen Wegen oder über kleine Unebenheiten brauchen Sie sich jedoch sicherlich keine Sorgen zu machen. Die Mitbewerber von der gleichen Größenkategorie werden auch beim Anblick der fest ausgeführten Lenkstange und des 3-Punkt-Klappsystem nur leise neidisch sein. Auch ihre Stellung auf dem Scooter selbst wird sicherer sein, und zwar dank den breiteren, klappbaren Lenkern. Der Hersteller hat bei ihnen, wie sonst, ein Anziehgewindesystem verwendet, über das auch der größere Bruder verfügt. Im Endeffekt erfreut die viel festere Verarbeitung der Konstruktion als beim FZ 8 Plus oder 09, wobei dieselbe Handlichkeit erhalten geblieben ist. Das Außerordentliche besteht aus Details, was auch im Falle des FZ 9 Plus gilt. Die Besitzer des Scooters können zum Beispiel statt eines komplizierten Zugangs ins Innere des Scooters die wichtigen Komponenten durch ein einfaches Öffnen der Haube direkt auf der Trittfläche überprüfen. Das ist nur die Konstruktion, schauen wir uns nun jedoch an, ob auch die Leistung und die Fahreigenschaften den Prämiencharakter des FZ 9 Plus bestätigen. Die Anwesenheit der zwei Motoren, einer für jedes Rad, deutet bereits an, welche Vergleichsergebnisse erwartet werden können. Bei unabhängiger Messung kletterte die Leistung des FZ 9 Plus in der Spitze auf das Niveau von 1580 Watt, was auch den Vorsprung gegenüber anderen auf Papier bestätigt. Steilere Bergauffahrten oder Fahrten durch unebene Straßen bewältigt er ohne größere Probleme, und zwar auch in einer Geschwindigkeit von mehr als 40 Stundenkilometer. Die solide Leistung dieses kleinen Scooters werden Sie auch nach der Betätigung des Fingerhebels beim Akzelerator zu spüren bekommen. FZ 9 Plus schießt zu einer Geschwindigkeit von 35 Stundenkilometer in 6,2 Sekunden hoch, was von ihm im Vergleich mit anderen 8,5 Zoll Scootern den absoluten Spitzenreiter macht. Den ersten Platz hält er auch bei der Höchstgeschwindigkeit, hier kommen die Mitbewerber jedoch auf dasselbe Niveau dicht dran. Es wird zwar nicht für ein Rennen reichen, aber Hand aufs Herz. Wenn Sie für den Fahrgenuss einen kleineren Scooter wählen, werden Ihre Fahrten meistens durch die Stadt erfolgen. Und dort können Sie mit der Höchstgeschwindigkeit von 46,39 Stundenkilometer mit einem jeden Verkehrsmittel auf der Straße Schritt halten. Bei gewöhnlichen Bedingungen sollte laut Angaben des Herstellers die Kapazität der größten Batterie mit 21 Amperestunden für 55 Kilometer reichen. Auch die vorderen und hinteren Scheibenbremsen, deren Wirksamkeit Sie im Falle des FZ 9 Plus mechanisch, das heißt mit Hilfe eines Bremsstrangs steuern, brauchen sich nicht zu schämen. Wenn Sie gezwungen werden sollten, vor der sich nähernden Gefahr abzubremsen, wird es von der Geschwindigkeit von 35 Stundenkilometer bis zum völligen Stillstand 1,72 Sekunden dauern. Mit diesem Ergebnis reiht sich der FZ 9 Plus gleich hinter den 09 ein. Aus der Sicht des Bremsweges dauert das Anhalten von derselben Geschwindigkeit beinahe 8 Meter, wobei Sie wieder mal nur mit dem 09 früher anhalten. Wenn man jedoch den Fakt berücksichtigt, dass FZ 9 Plus 10 Kilogramm mehr Gewicht hat, können wir das Ergebnis als ausgezeichnet auswerten. Die Fahrt wird somit nicht nur flott, sondern insbesondere sicher sein, was Max Blinker für erstrangig hält. Kommen wir jedoch noch kurz zur Ausstattung des FZ 9 Plus zurück.
Sachkundige und erfahrene Scooterfahrer wissen, dass Zed bei allen seinen Scootern Möglichkeiten der Steuerung über den Standardrahmen hinaus bietet, was das Modell 9 Plus bestätigt. Neben dem Fingerhebel des Akzelerators mit der Möglichkeit des Kickstarts finden Sie hier die Anzeige, die alle wesentlichen Daten zur Fahrt darstellt, weiter Schalter der drei Leistungsebenen und den NFC-Chip für das Anlassen. Unter der linken Hand finden Sie dann die Hupe und den Taster, mit dem Sie einen der beiden Motoren ein- und ausschalten. Genau wie andere Zed-Scooter verfügt auch der 9 Plus über Richtungsanzeiger, die in dem Fall, dass sie nicht blinken, als weitere zusätzliche vordere und hintere Leuchten dienen. Von seinem größeren Bruder hat er leider auch einige Nachteile geerbt, wie zum Beispiel die Anordnung des Hauptscheinwerfers auf dem weichen Kunststoffkotflügel. In der Nacht werden sie von den anderen Verkehrsteilnehmern zwar gesehen, für eine ausreichende Beleuchtung des Weges vor ihnen wird es jedoch nicht reichen. Gleichermaßen unglücklich ist auch die Anordnung der zwei Ladeports direkt auf der Trittfläche. Dank ihnen können Sie zwar den Scooter auch mit dem Schnellladegerät aufladen, die Stecker betreten Sie jedoch ganz sicher. Es ist jedoch auf Kosten dessen, dass Sie beim Scooter über einen festen Klappmechanismus verfügen. Aufpassen muss man auch auf das Kabel zum hinteren Motor, das über die Außenkonstruktion geführt wird. Um dieses nicht unglücklich zu zerstören, wird die Beachtung des Handbuchs für Scooterfahrer wegen einer Verhinderung der Stürze und eventueller Beschädigungen von Bedeutung sein. Wenn jedoch auch ein Problem mal auftreten sollte, können Sie sich jederzeit damit auf unsere Servicetechniker wenden. Unsere Lager laufen auf volle Touren. Die meisten Waren halten wir auf Lager und versenden sie überall in Europa innerhalb von 5 Stunden seit der Bestellung. Bei Max Blinker wissen wir, dass nicht immer alles nach Plan läuft. Auch das beste Produkt kann mal kaputt gehen oder sich beschädigen. Deswegen haben wir für Sie das modernste Superzentrum für den Service auf einer Fläche von mehr als 400 Quadratmeter gebaut, das über mehr als 10.000 Ersatzteile, Experten für die Batterien und auch über mechanische Arbeiten verfügt. Wir bedienen Kunden europaweit. Wer sich für den Zed 9 Plus entscheidet, wird es sicherlich nicht bereuen. Der kleinere Bruder des Zed 10 Plus kombiniert in sich nämlich die Konstruktionselemente seines größeren und hochwertigeren Geschwisters und die Handlichkeit der städtischen Scooter. Dies alles gibt es mit einer anständigen Leistung und Fahrkomfort, um die ihn die anderen Mitbewerber in derselben Preis- und Größenkategorie nur still beneiden können. Lassen Sie uns in den Kommentaren wissen, wie Ihnen der Zed 9 Plus gefällt. Teilen Sie uns mit, für welchen Scooter Sie auf dem Kanal Max Blinker beim nächsten Mal eine Rezension sehen möchten. Sollten Sie sich für den Scooter Zed 9 Plus definitiv entscheiden, besuchen Sie unsere Webseiten und wir liefern Ihnen diesen so schnell. Expresslieferung von Max Blinker. Die meisten Waren halten wir auf Lager und sie werden innerhalb von 5 Stunden seit der Bestellung abgefertigt. Ride it. Love it. Max it. Max Blinker. Im Video ist ein professioneller Fahrer zu sehen. Probieren Sie bitte nicht die Tricks, die im Video vorgeführt werden. Sie können sich selbst oder andere verletzen oder den Scooter durch unsachgemäßen Gebrauch unwiderleglich beschädigen. Fahren Sie bitte stets nach unserem Handbuch für sicheres Fahren. Link dazu finden Sie unter diesem Video.